Und damit willkommen, Freunde, zurück zu World of Warcraft im Part 14. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, ich glaube, einigen von euch fällt nun auf. Er hat eine Webcam. Ja, ich habe mir überlegt, ich habe mir heute eine gekauft, eine Logitech C920. Und ja, heute mal in 60 Frames pro Sekunde. Ich hoffe, dass das wirklich so ist. Ich weiß gar nicht, ob ich es so eingestellt hatte. Ja, Leute, 60 Frames. Solltet ihr Probleme beim Abspielen dieses Video haben, sehe ich euch leider gezwungen, auf 480 erstmal zu schalten oder ein Browser-Update zu machen. Ja, ist das nicht schön, meine Swagger-Kapuze hier? So, ja, der Dasbo natürlich selbstverständlich wieder dabei. Hallo. Aber er kann heute nicht so lange, weil, ich meine, hallo, es ist mitten in der Woche. Und ja, ich mache ihn nochmal kurz ein bisschen lauter, weil er ist mal wieder so leise. Mal ist er sehr laut, mal ist er sehr leise. Ist immer ziemlich unterschiedlich. So, dann kann ich jetzt auch nochmal die Musik ein bisschen leiser machen. So, dann würde ich sagen, ja, Garnisonsvorräte. Die können wir mal direkt abholen. Und wir sind Level 95, wir sind aber fast schon 96. Wir haben nur noch ein einziges Questgebiet in Frostfeuergrad, was wir abschließen müssen, wo wir dann endlich den Erfolg bekommen. Ja. Ich bin auch ein bisschen müde, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber ich muss unbedingt jetzt auch mal hier vorankommen, weil es kann ja nicht sein, dass wir hier die ganze Zeit jetzt auf 95 hängen. Wir haben ja zumindest schon mal die Hälfte geschafft. Ne? Ja. So, Mission war erfolgreich, 300 EP und natürlich nochmal EP. Dann hier auch nochmal. Oh, auf einigen Missionen. Wir haben schon 50 Garnisonsmissionen erledigt. Das ist ja der Hammer. So, Viviane ist Level 95 geworden. Ja, alle Missionen mit einer 100%igen Chance erfolgreich abgeschlossen. Hier kriegen wir nochmal Garnisonsvorräte. Die machen wir dann auf jeden Fall. Direkt 100, sehr schön. Nochmal 100. Ja, na klar, sehr schön. So, hier können wir wieder zwei. Okay, das wird jetzt hier 62. Nee, das ist zu riskant. Hier brauchen wir drei. Ja, guck mal, die können wir doch nehmen. Das passt. Und noch eine Verein. Ja, hier. 51, 50-50 Chance. Nee, das wäre zu doof. Nee, dann würde ich sagen, lassen wir das so. Dann ist halt einer ohne Mission. Ist ja auch nicht so schlimm. Gut, das, wo du bist. Ja, wo bist du eigentlich? Talador. Ja. Wir haben da die Quest, ne? Ja. Hast du die immer noch? Ja. Die mit verbotene Wissen, Kuras Rache und so weiter? Ja. Ja, sehr schön. Dann würde ich sagen, hole ich nochmal kurz hier die Ressourcen ab bei mir und dann fliege ich mal zu dir. Mach dir keinen Stress. Doch, oh mein Gott, ich bin total unter Stress. What the fuck? Ich kann hier noch eine Quest annehmen. Aber was? Wo? Draußen, ne? Ach was, ich habe einen neuen Garnisonsanhänger. Ein Krieger, Level 95. LOL. Bestimmt wegen der einen Questreihe, die ich abgeschlossen habe. Ja, dann habe ich jetzt ja doch zwei. Dann kann ich dir jetzt doch auf Mission schicken. Ist das nicht toll? Ist jetzt nur die Frage, was ist er? Er ist Krieger? Okay. Aha, sehr schön. Die kann er machen. Da habe ich schon wieder... Ja gut, komm, lass. Meine Güte. 50-50 Chance. Mal sehen. Vielleicht haben wir ja Glück. Das heißt, wir haben jetzt 5 Missionen im Gange, ne? Ja, tatsächlich. Tatsächlich. Ja, dann würde ich sagen, jetzt nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken. Ab zu Dasbo. Zum Vol'jins Stolz, ne? Oder ne, wir sind schon weiter unten, kann das sein? Brücke, irgendwie, irgendwas mit Brücke. Terokar-Zuflucht kann ich. Oder Brückenkopf. Ja, da bin ich. Da bist du? Ja. Aber unsere Quest ist doch, warte mal. Meine Quest sind bei Terokara Zuflucht. Du bist hier, du bist Brückenkopf, tatsächlich. Ja, dann fliege ich doch da einfach mal hin. Ist halt eine kleine andere Strecke, aber das sollte klappen. Mhm. So, unsere Tickets werden in 4 Tagen bearbeitet.
Ja, so ist das, Freunde. Tja, ich hatte hier meine Seite gededost, deswegen wollte ich mal gucken, ob die wieder online ist. Und ja, sie ist wieder online. Ja, ich habe vorhin mal auf Black Hand geguckt, ne? Eine Warteschlange von bis zu 5000 Leuten. Immer noch? Ja. Scheiße, Mann, und wir wollen wieder zurück zu Frostwolf. Ja, Leute, wir haben einen Charaktertransfer widerrufen. Wir wollen dann doch wieder zurück auf Frostwolf, einfach aus dem Grund, bei mir sind es 4 Charakter oder sogar 5, die eine Gildenbank haben und generell auch alle Rohstoffe und so da sind. Und wenn mal irgendwas ist, kann ich es mir hin und her schicken. So, und jetzt bin ich hier mit dem ganz alleine auf Arigost. Das ist dann auch irgendwie, ja, nicht so schön. Ich sehe gerade durch die Aufnahme und durch die Webcam, die, wo ich ja 60 FPS jetzt aufnehme, nehme ich gar nicht 60 FPS auf. Es schafft gerade so um die 30 bis 40 Grad mal. Schade. Ich sehe das ja oben rechts an meiner FPS-Anzeige von Nvidia. Leute, wir werden sehen. Es sollte auf jeden Fall flüssiger laufen, weil klar, mehr als 30 FPS ist immer gut. So, ich bin da. Ah. Ja, wir müssen jetzt aber ein Stückchen zurück. Wir hätten jetzt auch nach Torokar Zuflucht fliegen können, ne? Ja. Dann lass uns das mal machen. Ja, Leute. Njam, njam. Da musste ich gähnen. Ja, vorerst ist ja hier der Webcam-Rahmen. Das wird sich aber ändern, nachdem wir dann 100 geworden sind und auch BGs und Schlachtzüge machen. Da wird der Webcam-Rahmen dann, denke ich mal, hier unten unter dem Chat kommen. Weil hier ja die Gruppen angezeigt werden, wie ihr sehen könnt. Deswegen. So, ich bin jetzt in Zorakula Zuluhubu Hubabuba Zuflucht. Da bin ich auch. Gut, dann würde ich sagen, können wir jetzt, ja, die Quest erledigen erstmal. Huba-buba. Na, das war ja leicht. Dieser Fluch nicht. Ja, wir müssen den Viechern hier helfen. Ups. Upsala. Wir sind alle so schnell tot, das ist doch scheiße. Ja. Noch. Also. Du steckst an. Du steckst wirklich an. Unglaublich. Schattenfoliant, die kriegen wir. Ja, gute Frage. Ich weiß wo. Du weißt wo? Mach ich mal. Das sind so eine kleinen Bücher. Und wo liegen die? Die liegen hier rum, wo ich rumlaufe. Ja, die sind ja in dem ganzen Gebiet, oder nicht? Ja, eigentlich schon. Ach, toll. Ah, mein Buch. Nein, meins. Ah, hier, ja, ich sehe schon. Ich habe jetzt 3 Bücher. Yep.
Hast du auch 5? Ja, jetzt ja. Hier ist noch das letzte. Und hier kann ich nochmal Bergbau abbauen. So, habe ich auch abgeschlossen. Oh, jetzt müssen wir noch diesen Boss töten hier in der Höhle. Bin's dann auf dem Weg zu dir. Okidoki. War ich hier nicht schon mal drin? Nee. Oh, ich sollte wirklich das schlafen. Steckt an, ja. Erstmal einen harten Arbeitstag hinter mir und jetzt noch mit der Freundin essen gewesen. Und dann jetzt noch WoW ein Part aufnehmen. Ja. Oh Mann. Also Leute, morgen wird es bestimmt besser, denke ich. Also mal schauen, ne? Wie gesagt, ich wollte eigentlich noch ein bisschen weiterspielen. Nur. Ah, da ist es. Da ist das Vieh. Oh, wie schnell es down ist. Oh Mann. So, oh, boah, wir können 3 Quests wieder abgeben. Ich brauche noch genau 180.000 EP. Dann bin ich 96. Leute, ich glaube, ich weiß, was wir heute noch machen. Oder zumindest wir im Part 15 dann. Wir werden das Frostfeuergradgebiet komplett beenden und fertig schließen. Denn da müssen wir ja nur noch ein Gebiet machen und dann haben wir das fertig. Und dann können wir uns auf den Weg machen nach Gorgrond und da einmal alle Questgebiete abquesten. So, und dann schauen wir einfach mal, was wir jetzt so bekommen dann. Ich denke mal, das ist schlauer, weil ich würde gerne mit diesem Charakter, wie gesagt, alles einmal durchhaben. Und solange es noch EP bringt, sollte ich das machen. Ab Level 100 werde ich sehr faul sein und nichts mehr machen. Das hatte ich mit MOP auch so. Ich habe in MOP auch noch nicht alle Gebiete komplett durchgequestet. Der Schatten wächst. Traut nicht euren Augen. 548er Hals. Oh, super, kann ich verzaubern. So, eine Quest kann ich hier noch abgeben. Nur der Schatten bietet Zuflucht. Sind wir ohne dich? Ich bekomme hier nur 14.000 EP, was denn los? Oh, hier sind nur noch 4 Quests in Talador. Schließ die folgenden Geschichtsränge in Talador ab. 2 habe ich schon. Schlacht um Shatra und das Leiden der Aroka. Aber den ersten Bau eines Außenpostes, das habe ich irgendwie nicht. Aber gut, Talador scheint auch nicht groß zu sein hier, ne? Nee, stimmt, tatsächlich. Hier ist ja die Hauptstadt, denke ich. Da kommen wir ja bald hin. Wir sind ja schon fast auf dem Weg. Also ich habe jetzt nur eine Quest. Ich kann hier auch nichts weiter mehr annehmen. Wo ich muss jetzt zum Flussbestienfleisch. Flussbestienfleisch. Ja, das ist die einzige, die ich noch hab. Ja, ich glaube. Ja, du hast die auch. Ja, dann pass auf, bleib in meiner Nähe, dann kriegst du nämlich diesen Buff weiterhin. Oh, warte. So. Ne, spring mal hoch. Ja, jetzt. Ach, guck mal, da ist das fette Vieh schon. Ne, doch nicht. Lol, wie groß der ist, ne? Ja. Geil. Ich bin mal gespannt, ob die 10 Ball ist. Die voll die Nilpferde hier, ey. Ah, da ist der hier. Ich wollte gerade sagen, es ist jetzt neuerdings so, dass ich nicht mehr runterfall, wenn ich Schaden nehme. Aber doch, ja, ist es. So, wir müssen das Viech aufheben. Lol. Ich kann es nicht aufheben. Ich bin zu weit weg. Lol, ich kann es nicht aufheben. Warum? Ich bin zu weit weg. Lol. Also ich konnte ihn. Ah, oh mein Gott, wo? Ich will aufheben. Oh komm, oh jetzt, oh mein Gott. Alter Schwede. Jetzt müssen wir nach Volchin Stolz. Stolz. Lass uns mal sonst hier die Quest direkt einfach weiter und dann können wir hier weitermachen gleich. Mhm. Ist, denke ich mal, schlauer. Boah, ich mache es mir, glaube ich, ein bisschen umständlich hier über die Berge.
und es klappt sogar. Oh, hier ist sogar ein Weg gewesen. Oh, na toll. Da hätten wir gar nicht... Oh, okay. Naja, was soll's. So hat's ja auch geklappt. Das Gebiet erinnert mich jetzt hier so ein bisschen an den Immersangwald mit den Bäumen. Grüße, Kommandant. Gut, ich als Blutelf sollte das natürlich wissen. Nein! Ah! Immer diese... Ach so, nee, passt. Ach. Ich denke immer, dass ich die Quest nichts habe, aber ich habe sie ja. Hm. Machst du den? Dann kann ich schon mal weiter. Okay. Dann kannst du direkt aufsteigen, dann mache ich nämlich den hier. Dann mache ich den nächsten. Nee, da komme ich jetzt. Mann. Ah, geht schon los, okay. Das war's jetzt? Nee, jetzt müssen wir noch... Jetzt müssen wir noch so ein Dings benutzen. Ah. Sonst kommt man hier nicht durch, ne? Hä? Achso, nee, Quatsch. Alles gut. Achso. Jetzt hast du es schon benutzt, okay. Ah, ich komme hier nicht durch. Kann ich den ran mich... Jo, lol, ich kann ihn durch die Wand ziehen. Hier ist doch so ein Seil. Hä? Nee. Da müsste so ein Seil sein. Bestimmt, weil du die Quest jetzt gemacht... Achso, da. Oh Gott. Oh mein Gott. Voll so ein unsichtbares Seil hier nach oben, ey. Unglaublich. Was braucht ihr? So, drei Quest. Oh ja, sehr schön. Für die Garnison. Ja, dann machen wir die doch. Haben wir ein Bonusziel hier irgendwo? Nö. Oh, der angelt. Der muss ja auch zusehen, wo er sein Essen herbekommt, ne? Kann nicht sein, dass du dich alle gefunden hast. Ach, wir müssen diese Zahnstocher hier aufheben. Der hat bestimmt auch einen gehabt. Du hast ihn gar nicht aufgehoben. Ach doch, hast du. Ich bin jetzt schon wieder ein Tank-Spezialisierung. Fällt eigentlich überhaupt nicht auf. Nö, eigentlich nicht. Achso, warte mal, hier sind so Kisten. Hast du eins von sechs? Ne. Nicht? Ach, musst du es selber machen. Okay, das ist seltsam. Ups. So, zwei Waffen brauche ich noch. Ja, bis 96, denke ich, schaffe ich heute noch. Ups. Oh, cool. Ein Haustier. Oh, du hättest doch aufwürfeln können. Oder, achso. Hast du auch, achso, hä, wie jetzt? Ich habe auch gewürfelt. Achso. Okay, wir schauen mal, was das für ein Dings ist. Rotes Gornerei. Ah, ein Ramo. So Zahnstocher heißt der. Hä? Ach. Erzesser. Ah, cool.
Mal schauen, was der so im Aktionshaus kostet. Bin ich mal gespannt. Ah ja, ich sehe schon den Rahmen. Wollen wir es zusammen machen oder? Ach, hast du das schon dabei? Oh nee, ich mach die einfach hier fertig. Die Hä, lol. Der Rahmob ist verschwunden. Ah, ja. Haben sie wahrscheinlich getötet hier oben. Ja gut, ja, dann machen wir noch die. Bitte. Nee, ich auch nicht. Machen wir die Quest erstmal fertig. Noch zwei Zahnstocher. Oh, fertig. Noch ein Zahnstocher. Was braucht ihr? Immer noch ein Zahnstocher. Liegt hier nicht irgendwo noch einer rum? Ich vergesse die Kisten die ganze Zeit. Von den Kisten brauche ich jetzt noch ein paar mehr. Der Rahmob ist wieder da. Achso, hier unten ist das Viech. Ich zieh's mal hoch, ne? Weil es hat 300k. Ach, fuck, ich bin runtergefallen. Hast du angegriffen? Ja. Gut. 558er Schmuck. 81 Beweglichkeit. Ja, toll. Mit dem aber nicht viel bringt's mir nicht. Das hättest du mal. Hast du auch bekommen? Ja, dann. Ja. Dir bringt's auf jeden Fall was, denke ich. Ich weiß gar nicht, was du eigentlich so anhast. Nee, doch nicht. Schade. Du hast ja schon 570er Schmuck. Mhm. Und das? Das ist ja nur mit Werten. Das ist ja auch scheiße. So, noch eine Kiste. Oh, da hinten ist noch ein Rahmen. Nur wie kommt man jetzt hier wieder hoch? Okay. Aber mir ist aufgefallen, umso länger du in der Garnison bleibst, umso mehr wirst du, umso erholter bist du. Ja, ich glaube auch. Oh, Level 100er. Ups. Wo bin ich denn hier gelandet? Au. Weg. Geh weg. Scheiße, hier sind Level 100er. Mobs. Okay. Schon geben die richtig viel EP. Und wenn nicht, dann ist das Gammelkacke. 1000 EP. Naja. Ach, hier gibt's sogar Ruf, okay. Achso, ich bin in Spitzen von Arak, deswegen wahrscheinlich. Aber der Ramok ist hier weg irgendwie, scheiße. Ich guck mal, dass ich irgendwie wieder wegkomme hier. Oh, das sieht schlecht aus. Ich brauch nur eine Kiste. Kann doch nicht wahr sein hier. Was ich hier schon wieder veranstalte. Smack that! Oh mein Gott, ich komme hier nicht wieder hoch. Okay, das ist natürlich scheiße. Wie komme ich jetzt am besten wieder dahin zu dir? Keine Frage. Weil hier sind alles Level 100er. Ja, vielleicht kriegen wir 1, 2. Du, ich krieg die auch schon so alleine, aber ich will jetzt erstmal eigentlich wieder zu dir kommen. Ah, hier geht's durch, glaube ich. Hier komme ich durch. Ja. Das ist wie so ein Übergang von Immersangwald zu Geisterlande. Erinnert mich echt daran. Lustig. Oh, irgendwas habe ich. Ah. So, was brauche ich denn jetzt noch eigentlich? Ich brauche noch eine dieser komischen Kisten.
Ah, da ist eine und hier ist bestimmt was drin. Ja, den brauche ich auch. Achso, hier muss ich gar nichts mehr machen. Okay. Arbeiten wie ein paar Oger. Ups. Grüße, Kommandant. Arbeitstops bereit. So, eine Quest noch. Und zwar Vesigramau getötet. Mhm. Okay. Ah, perfekt. Hat für mich mitgezählt. Grüße, Kommandant. Na, der nicht doch gut. Was braucht ihr? So, jetzt habe ich noch eine Quest bekommen. Da, wo du bist gerade. In der Nähe. Hexen fürs Moruk getötet und erhaltet den Zorn der Schmiede. Ne, du läufst jetzt, glaube ich, ja, hier, genau. Des Imperiums aus erster Hand erleben. So sei es. Ich könnte etwas Unterhaltung vertragen. Dann hole ich den einfach mal so, ne? Oh! Oh, das hätte ich nicht machen dürfen. Heilige Scheiße. Der hat 800k. Okay. Boah, komm. Du musst mir bloß helfen hier. Oh je, oh je. Wie überlebe ich das? Ich weiß ja gar nicht, wie ich hier genau reingekommen bin. Der hat mich halt direkt anvisiert, als ich ihn angegriffen habe. Eigentlich doch gar nicht so schwer. Kannst du ihn angreifen? Ach, du bist in einer anderen Phase. Jetzt bist du in einer Phase. Ja. So, meine Quest ist alles fertig. Also meine Quest sind alle fertig. Wie hast du den denn getötet, den fetten Viech hier? Den habe ich eigentlich getötet. Toll, ich muss ihn töten. Okay. Kannst du mir die Quest mal zeigen? So, hab schon getötet. Ich bin jetzt auch mit allem fertig. So, wo bist denn du? Hast du den jetzt schon gemacht? Der Fürst der Gordune? Ich hab alle gelegt. Quest, du hast die Quest bereits, okay? Ja, komisch. Der hat nämlich jetzt richtig lange gedauert bei mir hier. Oh, der Helm wurde aufgewertet. 560. Oh, da ist der, jetzt muss ich den Typen da fehlen. 130, 200. Oh, nee. Ein Scharkristall, wollt ihr mich verarschen? Alter, das ist doch 560. Unglaublich. So, jetzt muss ich Sprech mit Morcat machen. Also zurück nach Vol'jin muss ich. Oder werde ich geportet? Oh, ich werde geportet. Ja, ich wurde geportet. Okay. Okay. Baumaterial für Außenposten. Bei Architekten in Ashram begehrt. Feldstudien zum Bau und zur Wartung von Außenpostengebäuden, einschließlich zahlreicher Notizen zu möglichen Propierungen. Huba buba. Und wir kriegen noch einen schönen Grüße, Kommandant. Anhänger. Sehr schön. Sehr schön, Leute, da haben wir ja hier was. Das war's, ne? Sind wir jetzt hier durch? Sofort, ich muss noch diesen komischen Hexenfürst da töten. Wieso kann ich das jetzt bei Architekten in Ashram begehrt? Feldstudien zum Bau zur Wartung. Ach so. Ach, das muss ich da abgeben. Okay. Wie kann ich euch helfen? Vorwärts zum Sieg. Ich habe eine WhatsApp-Nachricht bekommen. Schauen wir mal von wem. Christian, was denn los hier?
Der will Salzpetersäure haben. Keine Ahnung wofür und keine Ahnung warum. Nein, ich habe sowas nicht. Okay. Unsere Feinde werden fallen. Gut, ich muss jetzt, ich sag mal so, zur neuen Hauptstadt. Also okay. Zur Hauptstadt, also nach Shatra muss ich. Nach Shatra von Draenor. Kann ich da hinfliegen? Nö. Aber ich kann nach unten fliegen und von dort aus dann laufen. Ja, Leute, dann haben wir es gleich geschafft. Noch 15.000 EP, dann sind wir Level up. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen schon mal. Natürlich warten wir noch, bis wir Level up sind. Und ja, sehr schön. Das freut mich doch. Das wird auf jeden Fall sehr lustig. So, jetzt bin ich auch wieder bei Wolfgang. Gut, dann müssen wir jetzt den Rest erstmal laufen. Das ist aber nicht so schlimm. Das sollten wir hinbekommen. Oh, alles Aggro. Nein. Oh, der kann über Wasser laufen. Nee, kann er doch nicht. Nein, nicht töten. Oh, hier ist überall Bergbau. Egal. Ich bin mal gespannt, Leute, wie Shatra aussieht. Muss ja alles verändert sein, ne? So, Leute. Ich werde, glaube ich, gleich mal nach Goldhain gehen. Ich würde gerne sehen, wie die Nacht nun aussieht. Weil es wurde gesagt, dass die Nacht wieder eingepatcht wurde. Zwar nur in einigen Gebieten, so wie Donnerfels. Ich kann auch nach Donnerfels gehen. Und Goldhain. Und das sah einfach richtig cool aus früher. So, Leute, dann würde ich mal sagen... Okay. Ja, willkommen in Shatra. In Shatra von Draenor. Ehre den Sindorei. Ja, noch nicht ganz, aber ich würde sagen, warte mal, ist hier nicht ein Flugpunkt? Hier sind zwei Flugpunkte? What the fuck? Eins. Zwei. Du bist ja Zuflucht der Dingste, ne? Wie kann ich helfen? Ja, warum? Wir stehen euch zur Seite, Exarch. An mir kommt kein Dämon vorbei. Zuflucht des Exarchen? Zuflucht des Exarchen. Ihr habt recht. Wieso? Warum sind hier zwei Flugpunkte? Bestimmt ein Bug oder so. Nein, nein, du, das ist... Du hast hier genau, exakt, du hast hier zwei Flugpunkte. Mit dem einen kommst du... Okay, vielleicht ist der irgendwie günstiger oder gibt noch irgendwo andere... Willkommen. Nee, der hat noch ein paar andere Möglichkeiten. Naja, ist ja auch egal eigentlich. Ich würde gerne mal nach Shatra rein, um einmal die Stadt zu sehen. Auch Hindom? Ach was, das ist hier die Inni. Oh. Ich komme noch gar nicht rein. Ey, jetzt pass auf, das ist hier nicht mal eine Hauptstadt, wetten. Ist das nicht Shatra? Nö, hier steht gar nichts davon. What? Das ist nicht mal... Nö. Lol. Das ärgert mich jetzt gerade. Ich dachte, das war Shatra. Das hat doch jemand gesagt, oder nicht? Shatra in Talador. Ja. Aber wo? Vielleicht hier oben? Nee, Nagrand. Das ist komisch. Gut, Leute, machen wir jetzt noch die Quests hier. Eine Quest und dann sind wir auch Level up. Ah, hier haben wir auch noch ein paar Quests. Nennt euer Anliegen. Das sind bestimmt Abgequest. Ja, sieht sehr danach aus. Und sprechen.
Okay, davon soll ich 15 töten. Dann machen wir das doch mal. Warum wartest du nicht auf das? Achso, wo bist denn du? Ach, du fliegst noch. Ne, du läufst, ne? Ja. Okay, dann warte ich noch jetzt. Ich krieg eh keine EP hier. So ein Scheiß. Kann ich die schon teilen? Ja, kann ich. Dann zählst gleich für dich mit. Sehr schön. Oh, warte mal. Genossen, war das jetzt die Quest oder was habe ich dir jetzt geteilt? Jetzt. Okay, hier sind es einmal wirklich die gleichen Flugpunkte. Ja, deswegen, das meinte ich gerade. Nehme ich mal an. Ich habe die auch einfach angenommen. Die finsteren Zeiten werden vorübergehen. Okay. Hast du auch alle Quests angenommen? Ja, soweit habe ich jetzt erstmal alle. Ich glaube, mit 96 komme ich auch wieder in eine neue Inni. Kann das sein? Das werden wir gleich sehen. Denn nach der Quest bin ich Level 8. Wenn ich sie mal sehen würde. Wo ist denn der Scheiß? Lol? Hier draußen? Nee, wahrscheinlich da drinnen, ne? Innen drinnen wahrscheinlich. Lol? Okay, ich... Ja, doch, da drinnen ist sie, okay. Okay, sorry, ich wacke gerade mit meinem Bein, deswegen ist die Webcam wahrscheinlich... Na, sieht aus wie so eine Inni hier. Ein bisschen. Oh. Haltet Stand! Wir müssen die Verwundeten beschützen. Ich werde jetzt erstmal die Quest abgeben. Na? Konzentriert euch, Schwestern. Wir müssen. So, Freunde. GZ 96. Bringt die Verwundeten in Sicherheit. Gebt uns Deckung. Verbessertes Knochenschild. Knochenschild verfügt über 2 zusätzliche Aufladungen. Ja, irgendwie ja nicht, ne? Ach so, mein... Ach so. Ich denke mir, hä? What? Gut. Leute, dann haben wir das geschafft. Und warum ich in keine neue Indie komme, wundert mich gerade ein bisschen. Weil eigentlich hatte ich gedacht, dass wir da... in eine neue kommen. Weil ich hatte irgendwo gesehen, glaube ich, 96. Ne, da Blutschlägermine war das nicht. 100. 100. Ja, Eisendocks ist klar. 100. Himmelsnadel ist auch... Himmelsnadel! Hier! 95. Dann, wieso komme ich da nicht rein? Ist doch für 95. Da hätte ich schon mit 95 eigentlich reinkommen können. Gegenstandsstufe 600. Und 100. Und nochmal 100. Das sind so wahrscheinlich die 100er Inis hier. Kann sein. Ja, die heroischen Sachen werden 630 sein. Finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Also ist eigentlich ganz okay. Ja. Achso, du bist auch schon hier unten. Oh, du bist vergiftet. Ui. Sind die Monster hier schwerer? Weil du ganz schön viel Leben verlierst. Ah gut, viel. Was heißt viel? Also, schon ein bisschen krass. Krasser. Ich komme mal zu dir. So, man muss die auch looten, ne? Ne. Ah, schade, ich muss sie jetzt nochmal warten. Ach ne, Quatsch, ich muss diesen Kristall ansprechen. Ne, den Kristall nur looten. Okay. Ja, da muss ich hier noch so ein Ritual untersuchen. Und eigentlich Arkon-Kristalle. Aber wo kriege ich... Ach so, ah! Verdammt! Du hast recht, ich sollte es mal looten. Überall liegt hier was rum und ich... Oh, nö, komm, scheiß drauf. Wozu looten?
Gut, ich glaube, das war's hier, ne? Ja. Ach Mann, warum laufe ich denn da überall vorbei? Du brauchst ja nur noch einen, ne? Jetzt brauche ich auch nur noch einen. Hier unten gibt's doch bestimmt noch einen. Ja. Kaga, vernichtet den Eindringling. Was? Diese Seelen gehören fast mir. Nö. Nix da. Gut, dass wir immer zu zweit sind, falls es wirklich so Gruppenquests geben sollte, ne? Mhm. Können wir den jetzt auch noch knocken? Nö. Ja, komm. Nicht. Ja, geht ja nicht. Ja. Glaube ich. Nö. Okay, dann nicht. Teufelswache. Lustig, ne? Dass durch Quests die Erholung trotzdem weitergeht, weil durch Quests kriegst du ja keinen Zuschlag. Du kriegst das ja nur durch Monster. Finde ich witzig. Aber irgendwie auch ein bisschen komisch gemeint. Ich meine, eine Abgib-Quest gibt bei mir manchmal 7000, ja? Und eine, die ich machen muss, gibt mir 14000, ja? Zwei Abgib-Quests wären eine, die ich machen müsste. Also was hat das für eine Logik? Keine Ahnung. So, jetzt sind wir wieder draußen. Wenn wir die alle Quests gemacht haben, dann haben wir ja wieder ordentlich was abzugeben, ne? Redet mit mir! Okay, was müssen wir jetzt hier machen? Ach was, wieder so ein Viech? Vielleicht hast du jetzt nicht Glück, dass du auch jetzt das Haus hier droppst. Komm mal her, vielleicht droppst du das Haustier, aber ich glaube nicht. Wo? Hier ist das Viech. Aber sonst hätte er es, glaube ich, zum Würfeln gemacht. Ja, hier dieses da, Gorenbeschützer. Ist nichts, ne? Ne. Schade. Aber du kriegst echt Eisenerz. 9 Stück? Was? Oh, die Leute töten die ganze Zeit unsere Sachen, die wir brauchen. Nee, die brauchen wir gar nicht. Doch, hier war irgendwie so ein Mob, den wir töten mussten. Okay. Oder? Ich schau mal. Oder ist es nur der Kristall hier? Nee, hier soll... nee. Gar nicht. Doch, irgendwas ist hier noch. Sag mal, zählt das für dich mit, wenn ich so einen Kristall anklicke? Ja. Lol, dann können wir ja jeden Kristall da doppelt anklicken und dann kriegst du den direkt mit. So, jetzt haben mich hier ein paar Sachen angegriffen. Ist das untot? Ne, ist ein Dämon. Ha, hier könnte ich mit meinem Hexer gut leveln. Einfach so einen Dämon festklaven. Okay, so. Ja, wir müssen hier das Viech töten, meine ich doch. Oh, was kommt? Oh, ein Rahmob. Oh mein Gott, ein Rahmob. Das auch noch. Guck mal, Doppelmoppel gewinnen. So, schauen wir mal, was der so schönes droppt. Etwas, was ich nicht trage. Doch. Oh mein Gott, ein Spielzeug. Fügt diesem Spielzeug eurer Spielzeugkiste hinzu. Belauscht die Kommandanten der brennenden Legion. Dann schauen wir uns das doch gleich mal an, ne? Ein Spielzeug, das wir bekommen, immer direkt anschauen. So, ein Schreiben. Oh. Oh. Okay, ich kann alles abgeben, du. Alle 4 Quests. Das ist der Hammer. Hast du es auch gerade eingesetzt? Ja. Ja, ich sehe es.
Einmal hier bei mir und einmal deins. Okay, musst du hier noch irgendwas machen? Nur noch den. Okay, fertig. Ich kann alle abgeben. Ich auch. Und danach, Leute, wie gesagt, sage ich dann erstmal tschüss und bis zum nächsten Mal. Bringt ihre Neuigkeiten. Ich höre. Melanora Ak. Die ewige Sonne wird uns flanken. Wir haben uns im Schutz auch gegen uns verschworen. Lasst nicht nach. Die Verteidigung hält stand. Wir sind die Beschützer auch Hinduns. Anju Belore Delena. So einfach wird die Legion nicht aufgeben. Dafür ist ihnen auch in so, hatte Kuchen. Exakt. Tschüss. Schickt eure